Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir den Ereignissen des Johannesevangeliums folgen, dann sind die Jünger zum ersten Mal allein. Eine längere Zeit. Jesus ist nicht bei ihnen, als sie aufbrechen, um nach Kapernaum hinüberzufahren. Sie sind entschlossen, ihm zu folgen. Sie sind gewohnt, dass er bei ihnen ist und Anweisungen gibt. Denn sie sind ja seine Jünger. Er ist der Meister. Aber was es wirklich bedeutet, Jünger zu sein, auch wenn der Herr nicht da ist und wenn er dann auf ganz ungewohnte Weise kommt, wenn sie lernen müssen, selber Verantwortung zu übernehmen, selbst schwierige Situationen auszustehen, das kommt uns heute im Evangelium entgegen. Sie sind offenbar noch nicht reif für die große Offenheit Gottes, in die wir in der Nachfolge hereingerufen sind. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Nachfolge, auf die Weisungen des Meisters zu achten und sie zu tun. Aber Nachfolge erschöpft sich darin nicht. Warum ist das Verhalten der Jünger so merkwürdig? Sie haben ihren Meister bereits Wunder wirken gesehen. Aber der Grund für das Wunder war sozusagen immer nachvollziehbar. Fehlender Glaube oder ein körperliches Gebrechen. Von beidem sind sie nicht befallen. Und dennoch, die Unsicherheit, die sie haben in seiner Abwesenheit, verwandelt sich nicht etwa in Freude, weil er dann da ist und über den See zu ihnen kommt, sondern in panischer Angst. Offenbar, so beobachtet es Adrien von Speyer, ist manchmal die fordernde Anwesenheit des Herrn schwerer zu ertragen als seine drückende Abwesenheit. Vielleicht lernen die Jünger, so sagt von Speyer, diese Angst jetzt zum ersten Mal kennen und sie werden sie nie mehr ganz loswerden. Und was von den Jüngern gesagt ist, gilt ja auch für uns. Die Angst der Unübersehbarkeit, des Schwindens aller Maßstäbe, des allseitigen übertroffen, überbordet, überragt Seins. Nichts von dem, was bisher als gegeben und gesichert betrachtet wurde, hat noch den gleichen unerschütterten Bestand. Es wankt. Denn das, was hier kommt und was von jetzt an immer kommen wird, ist grenzenlos. Allein zu sein war unbehaglich. Aber viel unbehaglicher ist es, beständig mit einem zusammen zu sein, den man nicht kennt und den man doch nicht abweisen kann, der uns jeden Augenblick durch sein Dasein anfordert und wortlos zur Rechenschaft zieht, an dessen Maßstab unsere Maßstäbe immer zerschellen. Auch wenn wir versuchen, ihm unseren Glauben in beständigem Dienst zur Verfügung zu stellen, es bleibt eine Unsicherheit, auch innerhalb unserer begrenzten Sendung und Arbeit, ob denn das, was wir tun, wirklich dem Auftrag entspricht.